Ich habe heute wieder eine ganz wunderbare junge Dame hier neben mir auf dem Sofa sitzen. Und zwar Leslie Clio, ganz genau. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Crop fetzt. Super, hat sie schon gleich richtig gut gemacht, hat sie super verstanden. Wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange, ne? Ich habe gedacht, so zum... um dich zu mögen. Mensch, das ist wunderschön. Aber ich dachte mir so, zum Auflockern der Stimmung, vielleicht magst du einfach mal einen Witz erzählen. Ja, was ist ein, was, wie nennt man einen versauten Seefahrer? Weiß ich nicht. Meerschweinchen. Wahnsinn, super. Jetzt sind wir quasi, ja, jetzt sind wir locker und wir sind jetzt auch quasi schon BFFs, ne? Also ja, würde ich sagen. Dann kannst du mir ja auch mal erzählen, wie das so mit deinem neuen Album abgelaufen ist. Was hast du dir dabei gedacht und ja, überhaupt? Das ist eine sehr große Frage. Ich fange, glaube ich, damit an, dass ich mir gedacht habe, Mensch, was hat denn bei der letzten Platte gefehlt, beziehungsweise ist ein falscher Begriff, weil hat natürlich nichts gefehlt, aber wie möchte ich daran anknüpfen, wo möchte ich in Zukunft hin, was möchte ich noch mehr dazu bringen? Und da dachte ich mir, ich möchte gerne eine etwas wärmere Platte, eine etwas nahbarere Platte und ein bisschen mehr Sonnenschein und Abtempo auf der Platte haben und so bin ich daran gegangen. Ich möchte ein bisschen mehr Gelb statt Grau. Sehr schön, das hast du sehr schön bildlich dargestellt. Es klingt ja auch wirklich poppiger, würde ich sagen, als die letzte Platte. Die letzte Platte klang sehr retro. Ich meine, du hast immer noch Retro drin, aber es ist poppiger geworden. Gefällt dir das Label Pop? Ja, also ja, nein, also ja. Warum? Jetzt erstmal kein Grund, warum mir es nicht gefallen sollte. Neue Platte bedeutet ja auch immer wahrscheinlich, dass du ganz viel um die Ohren hast im Moment. Was steht da jetzt im Moment so an? Also jetzt erstmal habe ich mit dir dieses Interview hier und dann werde ich mich auf die Tour vorbereiten. Das hat jetzt gerade so ein bisschen für mich so Phase. Also so, es geht in 6 oder 7 Wochen auf Tour und bis dahin werde ich viel mit der Band proben und für mich so Gymnastik machen. Ja, muss ja auch fit sein auf der Bühne, ne? Genau, sehr viel Sport, ja, das alles. Bist du so ein Sportmensch? Kannst du dich gut zum Sport aufraffen oder bist du eher so, also ich bin ja immer so, ach, ich finde das ganz anstrengend. Ich bin Phasenmensch. Also ich kann dann um die Weihnachtszeit herum 2 Wochen nur so liegen und dann irgendwann ein Selbstmitleid ertrinken und sagen, so, jetzt wäre es mal wieder Zeit und dann haue ich mich auch voll rein. Also ich bin dann, ich mache keine halben Sachen. Und jetzt bin ich gerade wieder in der Aufschwungphase und renne dir die Kilometer nur so weg. Wunderschön. Wenn du jetzt so auf Tour bist, dann außer Sport zu machen und dich fit zu halten und wahrscheinlich irgendwelche Gesangsübungen, wie sieht da dann so dein Tag aus? Wie mein Tag aussieht? Ja. Ja, mein Tag ist tatsächlich davon gefüllt, viel zu singen und eben auch Sport, wie gesagt. Und jetzt gerade natürlich total viel so Promo-Sachen und man redet ganz viel über das, was man vorher gemacht hat. Man macht jetzt nicht mehr so viel, man redet halt mehr drüber und spielt es halt nach. Ja, sehr schön. Und das ist schön und gut so und ich liebe das Leben. Das ist ein schönes Motto gerade, weil draußen die Sonne so schön scheint, ja, ne? Wir waren ja schon beim Sport. Bist du auch so jemand, es ist ja jetzt so ganz viel mit so Körperkult und jeder muss irgendwie super gesunde Getränke trinken und weiß ich nicht was. Bist du da so jemand, der sowas verfolgt? Findest du es gut? Ich finde es gut, wenn Menschen daran interessiert sind, sich gut zu fühlen. Daran bin ich immer interessiert. In den 60ern waren es Drogen und heute sind es Smoothies. Und das ist das Zeitalter, das ist unser Zeitgeist und das ist so, wie es ist. Wenn du dann so fertig bist mit der Tour und man dann nicht mehr so viel um die Ohren hat, was machst du dann? Nach der Tour ist vor der Tour. höchstwahrscheinlich, also wenn ich nicht auf der Bühne bin oder wenn ich irgendwie nicht sowas zur Vorbereitung mache, mache ich immer noch hauptsächlich Musik. Also so im Sinne von Demos schreiben, lalala, und Musik machen. Hast du eine ganz schlimme Macke, mit der du andere Leute nervst? Jule. Na, sie ist perfekt. Das habe ich mir gedacht. Ja. Also anyway. Also keine Macke. Oder möchtest du sie nur einfach nicht verraten? Na, jeder Mensch hat Macken. Oder Macken ist aber auch ein negatives Wort. Eigenheiten. Liebevolle Eigenheiten. Jeder Mensch hat liebevolle Eigenheiten. Ich bin zum Beispiel, ich höre sehr gut, besser als andere. Dann stört mich vielleicht irgendwas. Oder ich höre mehr oder habe mehr Emotionen zu Tönen. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, aber es ist keine Macke. Es ist ein Vorteil. Ja, ich denke auch. Ja, im Memory zum Beispiel ungeschlagen. Ach, ungeschlagen. Ja. Sehr schön.
Dass du ganz gut singen kannst, das haben wir ja alle wahrscheinlich schon gehört. Gibt es etwas, was du so gar nicht kannst, so im Sinne von ausgleichender Gerechtigkeit? Wenn man das eine gut kann, dann muss man das andere eben schlecht können. Jule? Auch da kann ich eigentlich alles ziemlich gut. Ach, weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so der beste Autofahrer, aber ich kann ziemlich gut Fahrrad fahren. Ja. Früher hätte ich vielleicht gesagt, ich kann nicht so gut kochen. Mittlerweile kann ich sehr gut kochen. So. Vielleicht so Frickelarbeit. Also so kleine, so Puzzeln zum Beispiel. Wenn du mir jetzt so ein 3000er Teil Puzzle geben würdest. Obwohl, nee, auch das würde ich mit Liebe machen. Dann würde ich mir schöne Musik anmachen und dann denke ich, wow, was kriege ich jetzt dafür? Geil. Also im Sinne von Ergebnisse. Nö, fällt mir jetzt auch gar nichts ein. Du sagst, du fährst ganz gut Fahrrad. Fährst du hier in Berlin tatsächlich Fahrrad? Ich habe ja immer Angst, dass ich dann hier irgendwann nicht mehr aufstehe. Sei immer von Liebe getrieben und nicht von Angst. Ja. Lass Liebe dein Motiv sein. Und ich fahre mit Liebe Fahrrad und fahre so auch ganz gut. Gibt es etwas? Ich glaube, zum Beispiel in London fahre ich nie Fahrrad, obwohl ich sehr viel in London bin und das fehlt mir da total sehr. London ist jetzt nicht so die Fahrradstadt und Berlin ist eine Fahrradstadt und das nutze ich. Fährst du mit Helm? Maximal, nein. Das ist aber jetzt nicht gut. Du hättest jetzt sagen müssen, bitte, liebe Kinder, setzt alle einen Helm. Das kann ich auch sagen. Ja. Bitte, liebe Kinder, setzt alle einen Helm auf beim Fahrradfahren, denn hinter jeder Ecke lauert ein LKW. Cropped fest. Sehr gut. Ich finde, das musst du jetzt auch weiterhin so einstreuen durch das ganze Interview. Haben wir auch vorher nicht abgesprochen, ne? Also das haben wir vorher nicht abgesprochen. Das hat sie ganz spontan von sich aus herausgefunden, dass wir fetzen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ja, ich weiß, aber es sieht immer so blöd aus, wenn ich da so drauf gucke und eigentlich muss ich ja mit dir reden. Ist auch so unnötig. Ja. So. Wo wärst du jetzt als Musikerin, wenn du nicht mir, ganz wichtiger Journalistin, jetzt ganz wichtige Fragen beantworten müsstest? Dann würde ich wahrscheinlich deinem Kollegen die Fragen beantworten. Nein, ich glaube, ich habe die Frage falsch gestellt. Wenn du nicht Musikerin geworden wärst und jetzt nicht mir Fragen beantworten müsstest, wo würdest du dann vielleicht bei Lidl an der Kasse sitzen? Ich glaube, jeder hat einen gewissen Platz im Leben und eine gewisse Aufgabe im Leben. Und ich glaube, das fühlt man. Und dementsprechend wäre es, glaube ich, immer so geworden. Ich glaube, da gibt es gar nicht wirklich einen Abzweigweg. Also glaubst du an sowas vielleicht wie Schicksal? Auch. Schicksal ist ein großes Wort, aber ich glaube auf jeden Fall an Bewusstsein und an Bedeutung. Du wohnst mittlerweile in Berlin, kommst aber eigentlich aus Hamburg. Bei mir ist das so, also ich komme auch aus der Nähe von Hamburg und da war das immer so, entweder man geht nach Hamburg oder man geht nach Berlin und man liebt entweder Hamburg oder man liebt Berlin und man disst auch gerne die andere Stadt mal so ein bisschen. Kannst du dich in Hamburg überhaupt noch blicken lassen? Was ist denn das für eine Frage? Ja, vielleicht ist man dir jetzt böse, dass du das wunderschöne Hamburg verlassen hast, weil das ranzige Berlin hier rufen war. Ach, ich glaube, so böse ist Hamburg nicht. Glaube ich nicht. Ich habe immer noch Familie da. Und ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Kannst du dich doch noch blicken lassen? Ja, hätte sein können, dass wir jetzt gesagt haben, hat sie unser Hamburg hier verraten? Ich glaube, so denkt niemand. Hoffe ich. Ich glaube, wenn man nach Berlin zieht, kann man das verzeihen. Hoffe ich zumindest. Es wäre blöd, alles andere wäre blöd. Sie appelliert jetzt an euch. Ja. gibt es etwas, was dir so richtig auf den Keks geht? Im Winter quietschende Heizungsrohre, tropfende Wasserhähne, laute Wecker, hauptsächlich. Du siehst, es sind alles Geräusche. Das stimmt. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein Musikerding. Vielleicht, I don't know. Ansonsten nichts. Nichts von Grund auf. Du bist ja auch so eine Gelassene, ne? Habe ich so, auch so mit I couldn't care less und so. Plalala. Regst du dich manchmal über Dinge so richtig auf? Kannst du das? Oder bist du grundsätzlich wirklich so jemand, der so die Einstellung hat, ach, lohnt sich nicht? Ich bin so ein Gus-Fraber-Typ. Also ich kann auch definitiv irgendwie denken und dann atme ich durch Gus-Fraber und denke ich, ja. Also es ist aber eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, es muss jeder für sich, denke ich, wenn man, ne? Manchmal denkt man, im Alltag trifft man Menschen, die im Auto sitzen und nur rumschreien, denke ich mal, Alter, Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, ja, es ist eine Einstellungssache. Und es ist nicht so, dass jeder von Grund aus super gechillt ist. Und es ist auch nicht so, dass jeder von Grund aus aggressiv und gereizt ist. Es ist einfach eine Bewusstseinsfrage. Insofern,
Breathe in, breathe out. Das ist wahrscheinlich auch sehr gesund, das ja. sich so runter, selber runterzuholen. Gibt es etwas ganz furchtbar Sinnloses, was du mal gekauft hast, wofür du jemals Geld ausgegeben hast? Und was wäre das oder was war das? Das ist eine große Frage. Es wird auf jeden Fall irgendwas Materielles gewesen sein. Also irgendein Gegenstand vielleicht, was ich gekauft habe und dann doch nicht benutzt habe. Aber da fällt mir so direkt gar nichts ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich, vielleicht sollte ich mir da so was zurechtlegen. Genau. Falls die Frage eigentlich, aber ich bin auch nicht so. Aber wenn du jetzt fragen würdest, wofür gibst du Geld aus? Deswegen, ich würde, glaube ich, gar nicht so sagen, dass ich so viel für Gegenstände Geld ausgebe. Insofern ist eigentlich schon alles sinnig oder einigermaßen Gebrauchware, die ich habe. Diese Frau hier macht weder sinnlose Dinge, noch fährt sie, du fährst ohne Helm Fahrrad. Ja. Naja. Und ein sinnloses Talent, hast du vielleicht ein sinnloses Talent, sowas wie, du kannst besonders gut auf Gläsern spielen, so, weißt du, wenn die so mit. Ja, also, ja, genau das. Genau das. Wie gesagt, ich kann mir ziemlich viel sinnloses Talent, also ich habe ein sehr gutes Langzeitgedächtnis, also ich kann mir sehr gut Sachen merken. Die Fakten, was ich mir merke, ist schon sinnlos. Also ich könnte dir zum Beispiel sagen, was ich vor 2 Jahren an diesem Tag anhatte. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde die Antwort finden. Ich weiß immer, welche Ereignisse, wo ich an diesem Tag vor 2 Jahren oder vor einem Jahr war. Ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe, was ich gedacht habe. Ich kann mich irgendwie an sehr viel erinnern immer. Also sehr viel. So, ich weiß noch, was ich anhatte. Was haben wir denn heute? Den 18. März. Letztes Jahr, 18. März, ja, müsste ich in den Kalender gucken, aber wenn ich da im Kalender steht, dann wo ich war, und dann weiß ich aber sofort, wie alle aussahen, was ich anhatte und so. Und das sind eigentlich so Siebinformationen, die ich nicht unbedingt brauche. Aber das ist mein ganz großes Talent, dass ich das alles weiß. Hast du nicht Angst, dass dein Hirn dann irgendwann mal so voll ist? Nein, ich bin nur von Liebe getrieben. Ach so. Das ist sehr gut. Ja, was ist das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Gibt es da was ganz Schlimmes, was du eigentlich auch gar nicht erzählen willst, aber du musst es jetzt einfach, weil du hier sitzt und ich dich das frage? Ja, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen schmerzbefreit. Das ist auch ganz schlecht, ne? Ja, vielleicht. Also, eigentlich ist es ja gesund, eine Scham ganz zu haben. Nicht umsonst gibt es das ja. Aber eigentlich ist mir nicht so viel. Ach, das Jule? Nicht. Hast du dich schon mal so richtig blamiert? Nee. Ja, es ist auch eine Einstellungssache. So, ist dir das peinlich oder ist es dir nicht peinlich? Ich glaube, ja, ich habe mich entschieden, aus Liebe zu handeln, aus Liebe zu stolpern. Sehr schön. Du hast zwar gerade gesagt, dir ist gar nichts peinlich, aber wenn wir jetzt deinen Kleiderschrank zum Beispiel aufmachen würden, gibt es da einen Teil, das ich da niemals finden dürfte und nie sehen dürfte, weil dir das jetzt einfach furchtbar grässlich hässlich ist? Nö. Oh Mann, kannst du nicht mal sagen, Mensch, ich habe ja jetzt hier so einen ollen Pyjama mit so ein paar. Das habe ich alles Jule geschenkt. Die trägt das jetzt auf. Das ist aber nicht schlecht. Worauf könntest du niemals verzichten? In welchem Alltag oder im. Ja, Alltag auch oder generell? Wenn du dir sowas sagst, was Materielles. Ein Genussmittel oder ein Gebrauchsgegenstand oder wenn wir Menschen und Musik ausschließen? Alles. Also alles von, wir hatten schon mal jemanden, wir hatten gerade bei Bina im Interview und die hat gesagt, die kann ich ohne Maracuja-Scholle leben zum Beispiel. Oh, das würde ich nicht sagen. Ich würde. Es ist der Schnapp. Ja. Nö, ach, man hat halt Gewohnheiten und man hat Sachen, die man genießt. Und da habe ich auch natürlich sehr viel, sowas wie Mate und Kaffee und Tee und Kaugummi und auch mal hier und da eine Zigarette und Schlaf. Ich könnte niemals auf Schlaf verzichten. Ich glaube, das könnte wenigstens. Ja. Bist du auch so nach mindestens 3 Tagen? So, aber es geht ja auch auf die Dauer. Wie lange müsste ich darauf verzichten? Für immer? Für immer. Ja. Och. Schwierig. Schwierig. Schon absolut wieder so ein Mysterium. Aber geht alles. Aber
Du hast so eine gesunde Einstellung zu den Dingen, dass du so, ich könnte das nicht. zum Schluss habe ich noch die Frage, ob es eine Geschichte gibt, die du unbedingt schon mal in einem Interview erzählen wolltest, aber es hat dich halt einfach nie einer gefragt. Du könntest sie jetzt erzählen. Also, ach, große Frage. Ja, das ist ja auch ein großes Fragezeichen. Kannst du es nicht kleiner machen? Wie kleiner? Weiß ich auch nicht. Was ich erlebt habe? Ja, vielleicht auch eine, die du einfach nur gehört hast und die fandst du so toll, die wolltest du gerne nochmal erzählen. Oh Gott. Mal kurz auf Pause drücken. Das wird geschnitten dann. Ja. Oh Gott, da muss ich jetzt, ach, da bin ich ja, eine Geschichte. Es gibt so viele Geschichten, Jule. Große Frage. Ist schwierig. Das aus dem Stegreif? Es gibt viele schöne Geschichten. Wolltest du mal ein Gedicht aufladen? Du kannst auch, genau. Gather your rosebuds while you may. All time is still a flying. And this same flower that smarts today, tomorrow will be dying. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher he's a getting, the sooner will his race be run, and nearer he's to setting. So be not coy, but use your time, and while you may, go merry. For having lost but once your prime, you may forever tarry. Hätte ich jetzt nicht so viele Dinge in der Hand, würde ich jetzt applaudieren. Aber ich glaube, es macht sich mit dem Ton nicht so gut. Aber du hast es sehr schön gemacht. Und ich finde es schön, dass ich dir diese Plattform geben konnte, dass du das mal dropped fetzt. So, damit ist es dann auch vorbei. Nee, sehr schöner Abschluss. Ich wünsche viel Erfolg für die Zukunft. Und vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal. Vielen Dank, das hoffe ich auch. Sehr schön. Say nighty night and I won't be hurting more.